herzliches Willkommen. Last but not least auch ein herzliches Willkommen all den Partnern, die vorne ihre Ausstellungsstände haben. Für uns war 2010 ein sehr ordentliches Jahr. Also dieser Zuspruch auch aus dem Markt, das macht uns Spaß. Wir glauben, dass das Thema Mobilisierung von Applikationen immer weiter zunehmen wird. Mein Name ist Michael Brocker, ich bin Journalist in Köln. Ich darf als Ersten begrüßen Klaus Moldenhauer. Das heißt auch, wir beteiligen uns inhaltlich und finanziell an der Weiterentwicklung von ISKV 21. Das war eine gute, eine richtige und eine zukunftsweisende Entscheidung. Die Wahrnehmung beim Kunden ist, dass er etwas abgibt, die GKV sich darum kümmert. Man muss einsehen, der Kunde kommt in aller Regel zuerst zu uns und dann ist immer noch eine Übergabe von der Vorlage. Wie kann man da, will man da Vertrauen aufbauen? Ich glaube, wir haben jetzt das Mittel gefunden, auch tatsächlich die Menschen zusammenzubringen. Allerdings gebe ich auch dem Herrn Wutz recht, die Reglementierungen müssen geklärt sein. Es gibt bereits Themenfelder, wenn beide Partner willens sind, wo ich auch Synergiepotenzial entsteht. Mit dem neuen Personalausweis und den Funktionen des EID-Service-Bereichs steht. Welche Anwendungsmöglichkeiten sind grundsätzlich möglich? Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Meiner Meinung nach wird dieses GKV-Finanzierungsgesetz dazu führen, dass tatsächlich sehr viele Praxisinhalte ausgeben. Ja, unser Hauptpunkt ist Datenmanagement. Ne? Danke, und das lassen wir uns im Detail von Herrn Korytzki erzählen. Einmal wird die IT-Infrastruktur immer komplexer. Ihr wisst ja alle, dass eigentlich seit Jahrzehnten die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen als sogenannte Einzelstellen. In der Regel so 57 Millionen Verordnungen mit einem Abrechnungsvolumen von deutlich über 4 Milliarden Euro. Eigentlich hat der Gesetzgeber schon für dieses Jahr geregelt, dass wir als Krankenkassen einen Sozialausgleich leisten müssen. Er gilt für alle GKV-Mitglieder. Uns zusammen ein gutes Jahr 2011. Wir arbeiten gerne für